Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fußballmanager 2014. Das ist die erste Folge, die nach dem Livestream stattgefunden ist. Das wird eher so eine ein bisschen kürzere Folge, in der wir ein bisschen drüber reden, was im Livestream passiert ist und ja, die nächsten ein, zwei, drei Spiele machen. Als nächstes auf jeden Fall der Europa League Spieltag. Wir sind in die Gruppenphase sehr gut gestartet. Wir haben Frankfurt besiegt. Aber andersrum, wie ihr sehen könnt, hat die Liga, sag mal so, eine eher mittelmäßige Entwicklung genommen. Wir haben immer noch das Problem, wir kriegen keine Chancen rein. Und das soll sich möglich jetzt ändern. Lewandowski soll deswegen draußen bleiben. Der muss sich über seine Leistung mal Gedanken machen. Ayib kommt für Moses rein. Wir setzen jetzt einfach auf Form. Coutinho kommt rein. In der Verteidigung darf Sarko einmal pausieren. Und sonst werden wir Lewandowski mal ganz rausnehmen. Ich meine, er ist unser Superstar natürlich, aber er leistet bisher nichts. Vielleicht, ja, gibt es ihm mal zu denken. Wir gehen auf jeden Fall in den Textmodus. Und ich kann zwar nicht verstehen, warum wir so eine gute Form haben. Wir werden mit 70%igen Einsatz spielen und auf Konterspiel. Und wir werden drauf gehen. 3000 Zuschauer, das ist ja ein totales Kaff nur. Oh, wie These führt gerade gegen Frankfurt. Und das 1:0 durch Coutinho, das ist super. Das werden wir noch gleich sagen. Und ich sehe gerade, Timo Werner ist warum auch immer nur auf einer 54. Ach so, ich habe ihn für Lewandowski rein, dann werden wir mal so spielen. Und ich glaube, wir versuchen jetzt mal mit der Taktik einfach, auch wenn es natürlich hart ist, eher auf Form zu spielen anstatt auf Stärke. Das müssen auch die guten Spieler nämlich lernen. Wenn sie keine Leistung zeigen, haben sie keinen Stammplatz. Ist ja auch nur richtig so. Nächste Chance von uns. Und der Verteidiger rettet vor Sturridge. Der nächste Angriff in der Liga ist auf jeden Fall endlich mal wieder zu den internationalen Plätzen hochgehen. Und 2:0, dann ist Sturridge. Das Spiel werde ich mal ein bisschen beschleunigen. Ja, das 3:0. Werner darf raus, Sterling darf rein. Henderson kommt rein. Spielt als ZM. Den letzten Wechsel darf der Co-Trainer machen. So haben wir es vorgestellt, ja. Alles gut. Und jetzt werden wir das Spiel auch einfach so zu Ende spielen. Und 4:0. Und wer hat es 4:0 gemacht? Es hat Stouch anscheinend gemacht. Und das Spiel müssen wir jetzt als Motivation nehmen und gewinnen. Lewandowski kommt jetzt rein für Henderson, der ist ja leider verletzt. Aber er bleibt noch auf der Ersatzbank. Du bist beim nächsten Spiel von Anfang an dabei. Trainingsziele. Defensiver Mittelfeldspieler. Muss auf 100 gehen, wir brauchen noch mehr. Dafür. Und dafür müsstest du die Manndeckung noch ein bisschen mehr lernen, Sprungkraft und einen Zweikampf erhöhen. Dann darfst du auch da mal gleich spielen. Und sonst würde ich sagen, kann man dann auch so einfach reingehen. Wir sind jetzt schon mal besser im Segeln geworden. Schicken nochmal Mitarbeiter auf Lehrgänge. Ja, Spiel ist erschöpft. Da ist Steven Gerrard und Enrique. Oder ist Martin Kelly wieder fit? Ah ne, der ist immer noch verletzt, leider. Und nicht gerade kurz. Dann müssen wir es so schaffen. Wir gehen ins Spiel rein und heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Wir spielen wieder mit 70%. Und wehe, wir holen jetzt da nicht die 3 Punkte.
Und ich ändere es nochmal so ab, dass wir wieder mit der Doppelspitze spielen am Anfang. Jetzt müssen es halt mal die Jünglinge machen und das Stadion ist schon gar nicht mehr ganz ausverkauft. Wir müssen also unsere Leistung erhöhen. Die Fans verlassen uns nämlich auch schon. Oh, zum Glück abseits. Das Spiel müssen wir gewinnen. Wenn wir Glück haben, können wir sogar sehr viele Plätze dadurch gut machen. Abwehrreihe müssen wir aber auch ein bisschen zurückstecken. Timo Werner scheitert am Keeper. Wir schalten mal auf die Statistik. Wir haben ungefähr gleich Ballbesitz und unsere Angriffe kamen über rechts und mittig. Vielleicht auch mal über links probieren. Oder nee, rechts ist schon besser. Von der hat mal, der erlaubt sich ein paar mehr Fehler. Aber hier ein Sieg und es können uns schon wieder gut einrenken in der Tabelle. Vor allem müssen wir irgendwie an City dranbleiben. Wir gehen mal auf längere Abstöße und Ecken auf den langen Pfosten. Der Keeper ist wieder dran. Aber wir kommen schon ein bisschen besser ins Spiel. Das ist gut. Aber es ist immer noch ausgeglichen von den Chancen. Das muss besser werden. Boah, es wird gefährlicher für uns, Kleinstart vom Gegner. Er hätte auch den Nachschuss von Sturridge. Timo Werner macht eine gute Leistung. Der geht dann in der Pause wahrscheinlich raus für Lewandowski. Schwierige Entscheidung in Liverpool. Gibt er das Tor? Eins zu 0 für uns, sehr wichtig. Gut gemacht, Sturridge. Ist halt auch sein erstes Saisontor. Das ist halt, kommt halt auch dazu. Wir haben jetzt den 7. Spieltag und es war unser 5. Tor. Also wir sind sowas von nicht torgefährlich bisher. Dafür ist eigentlich die Tabellenposition noch zu gut für so wenig Tore. Beim nächsten Trainingslager müssen wir auf jeden Fall, wenn Torschuss trainieren, wenn es geht. Oh, sie bekommen eine Chance. Mignolet hält zum Glück. Und? Das Spiel ist pünktlich zu Ende. Mann, Enrique. Werner kommt jetzt auf jeden Fall raus für Lewandowski. Vielleicht zeigt er endlich nochmal was. Aib kann sich jetzt auch schonen und Salah kommt rein. Und Leiva kommt raus, kann sich schon, Ellen kommt für ihn rein. So haben wir uns das vorgestellt. Nur zu Ende bringen solltet ihr es jetzt auch am besten und am besten noch einen drauflegen. Weil so ist es halt wieder sehr unsicher ohne Tor. Gute Chance. Und Coutinho scheitert an ihm. Wir machen es mal so. Oh, sie bekommen ihre Chance. Eine Großchance. Gut, unser Verteidiger setzt sich gut durch. Und die Position geht eigentlich ganz klar für unsere schlechte Leistung. Bisher Platz 6. Da sieht man auf jeden Fall, das Spiel ist sehr wichtig, um dran zu bleiben. An den oberen Plätzen. Ich meine, man kann auch mit einer Niederlage könnten wir auch mehr abfallen. Und nächste Chance. Er kann den Freistoß herunterpflücken. Und jetzt dominieren wir auch das Spiel ein bisschen mehr und haben auch ein bisschen mehr Chancen. Aber das 1-0 gefällt mir nicht, auch wenn wir 1-0 gewinnen. So können wir gegen die großen Mannschaften nicht gewinnen, wenn wir nur gegen Crystal Palace 1-0 gewinnen.
Man geht mehr drauf, Leute. Und noch eine Chance. Ist wieder nix. Noch 10 Minuten. Ja, aber das geht zumindest jetzt in 2,5. Heißt, er muss doch irgendwas leisten. Den eigenen Mann an, der vorlegt. Schall blitzschnell. Ecke. Mann, Lewandowski, du bist doch kopfballstark. Gut. Riesenchance. Wir schaffen es einfach nicht, die Kugel ins Netz zu kriegen, oder? Na. Nächste Chance. Wieder Riesenchance. Geht doch. Und es ist auch Lewandowskis zweites Saisontor. Wenn er in Form ist, könnten wir auf jeden Fall gut oben angreifen. Aber wir brauchen ihn in Topform. Da, in der Form, für die wir ihn eigentlich auch geholt haben. Er flankt. Lüfter wird nicht an den Ball. Gut. 2-0 Sieg ist ja auch verbesserungswürdig, aber ist auf jeden Fall solide. Und Platz 7. Aber es sind halt auch einige der Gegner vor uns richtige Top-Mannschaften. Keiner schlägt den Ballenschein weg. Ah, der Keeper ist zur Stelle. Und es gibt noch eine Minute nach Spielzeit obendrauf. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 2-0. Und da bin ich endlich mal froh. Ellen hat eine Top-Leistung gemacht. Schüsse aufs Tor. Wie sieht es da aus? Ja, auf jeden Fall verdient. Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Sind dadurch jetzt auf Platz 7 aufgestiegen. In Deutschland ist Frankfurt und Bayern punktgleich. Okay. In Italien, Juventus und Neapel, überall ist so punktgleiches Rennen. Spanien hat sich Barcelona abgesetzt. Ja, wir müssen kompakt hinstehen und an die Leistung anknüpfen. Und Lewandowski ist jetzt auch sogar ein Jahr älter geworden. Teamleistung sind wir diesmal sehr gut dabei. Glenn Johnson ist auch gut. Wie alt ist denn der eigentlich schon? Ja, ist halt schon der Älteste. Könnte vielleicht aber auch noch auf 4 Talentsterne hochgehen. Am Ende der Saison. Wir haben bisher halt nur 2 Tore bei den Torschützen. Den müsste man eigentlich mal beobachten. Lässt er schon alt. Aber so als Joker-Stürmer haben wir zwar auch schon genug. Und jetzt das nächste Spiel ist sehr, sehr wichtig. Gegen den Platz 2 in der Liga. Wenn wir gegen Crystal Palace gewinnen, da könnten wir so viel wieder gut machen. Wahrscheinlich auch bei den Fans. Mannschaft der Woche, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal loben. Labour, du auch und Allen auch. Allen, du bist auch super gewesen, letztes Spiel. Und dann müssen wir mal kurz im Kalender schauen. Und wir haben jetzt auch sogar eine Woche spielfrei. Müssen wir mal gucken, haben wir hier irgendwo frei für einen maximal nur kurzes Trainingslager? Dann plane ich noch nix. Das ist geklärt. Wo kommen wir hier nochmal zu den Fans? Werden wir Meister? Immer noch nicht. Hier ist Sponsoring. Wo können wir... Meet and Greet, geben wir ihn erstmal Lewandowski. Und Freikarten fürs Spiel gegen Vitesse dann. 500 VIP-Logen. Da müssen wir halt dann auch gewinnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Gegen Newcastle müssen wir dann halt gewinnen.
Oh, Lewandowski ist auf einmal in Form. Er macht 2 Tore bei der Nationalmannschaft. Das könnte uns helfen. Fast allen Spieler. Viele persönliches Ziel. Was ist mit der schwierigen Sprache? Türkisch. Für ihn müssen wir einen Dolmetscher anstellen. Das wusste ich nicht. Oder habe ich vergessen zu machen. Du hast gut trainiert. Ich kenne Johnson. Es gibt auf jeden Fall keinen Ärger. Das ist gut. Dann müssen wir nochmal Teamdynamik. Hallo? Gespräche. Cortez. Müssen wir halt verleihen bei der nächsten Transferphase. Coutinho, du hast auch gut trainiert. Halt die Standardsachen abklappern. Henderson, gib im Training alles. Enrique, der ist halt mein Laufmonster. Und Mignolet, ich brauch dich in Topform. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel gegen Newcastle. Und das könnte schon ein deutliches Zeichen sein, wenn wir da gewinnen. Sturridge trifft auch. Ja, wir haben halt eine gute Form und die haben aber beides gut im Moment. Dann müssen wir gucken. News Center. Die Sponsorenpyramide. Irgendein Stahlwerk. Das werden wir unterschreiben. Können wieder auf Lehrgang gehen. Dann Privatbereich werden wir Golf spielen gehen. Ich guck mal gerade, wie unsere Aktien so stehen. Oh, ist plus. Was würden wir denn bekommen, wenn wir dich verkaufen? Die haben mir letztes Mal geholt bei Minus. Die verkaufen mir alle mal. Oder hat sich das jetzt gerade überhaupt gelohnt? Dortmund. Wir holen mal so viele, wie es geht hiervon. 154.000. Und schau mal, was daraus wird. Ich habe jetzt leider auch nicht mehr im Kopf gehabt, wie viel wir davor hatten. Haben wir hier irgendwas? Weil, wir haben Hyundai. Ja, wir haben kein Geld mehr. Dann gehen wir jetzt hier rein und stellen mal unser Team auf. Ich würde sagen, wir werden auch allgemein mal in dieser Formation ab jetzt spielen. Timo Werner, den lassen wir jetzt erstmal draußen. Sarko hat keine gute Form. Werner kommt dann als Sub. Und dann würde ich sagen, kann man so reingehen, oder? Ja, das denke ich mal, geht so klar. So. Dann gehen wir rein. Textmodus. Vielleicht spielen wir mit der Formation etwas besser. Sterling RM, Moses LM. Und Gegner ist ja sofort verletzt. Steven Gerrard ist gerade draußen. Die ersten 8 Minuten schon mal nichts passiert. Darren Twistale. Und die erste Chance für uns. Vielleicht
Vielleicht klappt unser Wiederaufstieg in der Liga vielleicht mit dieser neuen Formation. Und mit einer Doppelspitze und einem Zurückgezogenen so irgendeinen Flügelspieler rechts und links. Coutinho geht deutlich drüber. Ja, haben auf jeden Fall bisher nur ein Unentschieden, oder beziehungsweise eine Niederlage, sonst nur Siege. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut, wenn wir die aus ihrer Serie rausreißen. Und bisher sind wir gut am Drücker. Ich würde sagen, die neue taktische Einstellung funktioniert bisher. Haben sie nicht erwartet. Aber bisher müssen wir wieder unsere Chancen nutzen. 4:0 Torchancen. Abwehrreihe ein bisschen zurückziehen. Die haben ja diesen Top-Stürmer bisher in der Torjägerliste und Einsatz ein bisschen erhöhen. Wir wollen hier auch, hier wollen wir mal beweisen, wo es hingehen soll bei uns. Oh, ihre erste Chance. Gleich ein Abseitstor. So soll es aber nicht weitergehen, Jungs. Ja, die Fans haben natürlich Grund zur Freude bei ihnen. Vor allem, wenn sie jetzt zu Chancen kommen. Diesen Passis Bamba Cissé, den müssen wir auf jeden Fall gedeckt halten. Ja, Glenn Johnson kriegt kassiert eine gelbe. Was passiert noch? Oh, sie kommen wieder an den Ball. Lever kann ihn zur Ecke abblocken. Jetzt kommen sie langsam rein. Das ist nicht gut. Ich sag mal, es geht so nicht. Weil jetzt hat mein Team gerade nachgelassen. Witzem macht eine gute Leistung. Aber Sturridge muss auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ich lasse mal Werner ein bisschen einlaufen. Und 1 Minute Nachspielzeit. Und sie machen es 1:0. Mist. Sterling werden wir jetzt hier auf links ziehen und Salah kommt rechts rein. Außerdem kommt Werner für den nicht so guten Sturridge. Haben wir uns nett eigentlich. Massieren, massieren und sonst wer kann es noch gebrauchen? Lewandowski und so. Geh mir rein. Komm, Leute. Gelb-Rot, Werner. Das ist ja mal ein dummer Start. Werner sollte unser Joker sein und er kassiert in 3 Minuten Gelb-Rot. Anscheinend bleibt ihre Serie jetzt gehalten. Außer wir kommen vielleicht jetzt zum Ausgleich. Und da fällt das Tor. An Andrew Wisdom. Komm, der hundertprozentige Einsatz muss klappen. Wir müssen hier Punkte mitnehmen. Und wenn es nun unentschieden ist. Am geilsten wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch ein Siegtor irgendwie rauskriegen. Jetzt kommen sie aber wieder. Der Rest muss jetzt gut zusammenarbeiten. Vielleicht Lewandowski auch mal seine Klasse zeigen. Warum er besser ist als auch jeder von ihnen. Jetzt kommen sie aber mit dem 2:1. Glanztat. Ich kann leider gerade als Super sagen. Oh. Aber ich sehe schon kommen, die kriegen noch ihr Tor. Konzentriert euch, Leute. Komm, Allen noch mal einwechseln, der war gut in Form.
Nochmal eine Auswechslung. Oh, oh, nächste Chance für sie. Da fällt's, da fällt's, da fällt's. Ja, 2 zu 1. Wer war's? Juan Gufrain. Und Caballé hat vorgelegt. Wie uns die roten Karten bisher immer aus dem Spiel werfen. Und jetzt wäre auch Manchester United vor uns. Komm Leute, wir erhöhen das Pressing nochmal. Ich meine, mehr als höher verdienen geht nicht. Und es passiert jetzt. Ja. Da fällt es 3-1 wieder. Ja. Die sind so gut in Form im Moment und wir sinken hier eher ins Mittelfeld ab. Alles nur wegen dieser roten Karte. Werner, das war jetzt ein Minuspunkt für dich. Coutinho mit einer gelben Karte. Nächste Chance für sie. Oh, oh, die wird wieder groß. Gerade noch bereinigen. Ich würde dir sagen, werf nochmal alles nach vorne. Aber so viel bringt es wahrscheinlich nichts. Ja, das Ergebnis. Wir haben eigentlich fast keine Idee mehr. Jetzt auch noch Sterling verletzt. Alles kommt jetzt zusammen. Jetzt haben wir nur noch 9 Spieler. Jetzt können wir uns ja nur noch über die Ziellinie retten, oder? Lewandowski ist ein Tick schneller und spitzt die Kugel vor das Tor, breitet per Kopf zur Ecke und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration. Und jetzt sind sie nochmal dran und es war abseits. Aber man muss sagen, es ist verdient für sie. Ist ja blöd. Aber vielleicht kommen wir nochmal dran. Und da fällt es 2 zu 3. Lewandowski, drittes Tor. Voller Angriff, Leute. Nochmal die letzten 4 Minuten was bringen. Drei Minuten Nachspielzeit, vielleicht noch mal eine Chance. Cool hat... Macht jetzt mal ein Zeitspiel. Es wird nichts mehr. Ja. Ah, Timo Werner. Extrem. Wegen Meckerns eine Gelb-Rot zu bekommen. Er hat uns alles versaut, dieses Spiel. Aber ich bin zumindest trotzdem, ja, zufrieden mit der Teamleistung. Sie haben trotz so einer Unterzahl ein solides Ergebnis bekommen. Ja, unsere Beliebtheit ist halt schon immer wieder ein bisschen niedriger. Er steht jetzt auf der Transferliste und er fällt aus für 9 Tage. Zum Glück nicht so lang. Dann geht's nochmal ein bisschen weiter. Gegen West Ham. Wir haben gerade gesehen, die sind ganz schlecht. Gegen die müssen wir den Sieg dann aber auch holen. Wer ist das? Ja, wo kommt denn der her? Bewerbung, wo steht es? Hier. Stadion. Bewerbung für ein Finale, das machen wir nochmal kurz. Meisterliga, also die Champions League. Wir werden mit 250.000.
Also man kann ja auch ein Stadion neu bauen lassen. Die Jugendstadien könnten wir auch noch verbessern oder Anfield. Gegentribüne und Haupttribüne. Komm, wir bauen bei den Haupttribünen nochmal ein paar Sitzplätze hinzu. Dann können wir auch ein bisschen mehr Geld noch kriegen. Wir haben ja Baukosten auch ein bisschen was bekommen. Gegentribüne. Und dann bauen wir das aus. Und dann war es das auch von dieser Folge. Es hat zumindest Zeichen gegeben, der Besserung gegeben. Natürlich, Werner hat uns das Spiel jetzt groß versaut. Vielleicht können wir nochmals wegen ihm reden. Ne, wir können ihm nur sagen, dass er gut trainiert hat. Das hat er zumindest. Und dann würde ich sagen, war es das von der Folge. Wir haben natürlich immer noch jetzt. Wir haben jetzt einen Platz gewonnen in der Folge. Wegen der roten Karte schon wieder. Schon das zweite Spiel, was wir uns deshalb versauen. Aber kann man nichts machen. Wir wollen natürlich oben angreifen und einen Champions League Platz rausholen. Bis zur nächsten Folge oder dem nächsten Team, je nachdem. Euer Alistair. Ciao.